Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Karl Heppner. Ein merkwürdiger Platz für ein Nest. Ein Bahnwärter hatte mehrere Male dicht bei der Strecke ein Kaninchen gesehen. Da wilde Kaninchen sehr scheu sind, dieses aber immer an der gleichen Stelle erschien, machte sich der Bahnwärter daran, es zu beobachten. Ein paar Mal verschwand es so geheimnisvoll, dass der Mann sich nicht erklären konnte, wo es hingekommen war. Eines Tages aber sah er, dass es unter den Schienen hervorkam. Nun untersuchte er vorsichtig die Stelle und fand zu seinem nicht geringen Erstaunen unter einer Schwelle mitten im Schienengeleise ein Kaninchennest mit 4 Jungen. Wie war das ängstliche Tier darauf gekommen, seine Kinderstube an einen Platz zu legen, über den Tag und Nacht die Eisenbahnzüge donnerten?